Hallo meine lieben Widder und herzlich willkommen zu eurem November-Reading. Ja, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, hier liegen schon mal drei Karten aus meinem Lightseers Tarot, die diesem Reading eine Überschrift geben sollen. Und anhand der Situation, die sich hier gleich in dieser Legung zeigt, kannst du feststellen, ob diese Botschaft für dich bestimmt ist oder nicht. Wichtig ist wirklich, dass du dich in dieser Legung angesprochen fühlst und dass du das Gefühl hast, dass das genau die Energie aufgreift, in der du dich gerade befindest und vor allem, dass du aus dieser Legung irgendwas mitnehmen kannst, was dir in deiner Situation hilft. Wenn das nicht der Fall ist und du direkt merkst, nee, das passt gar nicht, dann mach das Video einfach aus, beziehungsweise schau dir gerne die Legung zu deinem Aszendenten oder einem anderen Sternzeichen an, wenn du dich da angesprochen fühlst. Vielleicht ist da dann eine Botschaft enthalten, die auf deine Situation besser passt. Dann noch ein kleiner Hinweis an meine Crosswatcher, das heißt an diejenigen, die für einen Widder hier einschalten. Manchmal richtet sich so eine Legung vielleicht direkt an dich, weil du derjenige bist, der das anschaut. Aber auch da wirst du spüren, ob du dich angesprochen fühlst oder nicht. So, meine lieben Widder, ich muss sagen, die ersten drei Karten werfen so ein bisschen Fragezeichen auf, beziehungsweise ich habe hier mehrere Impulse, um was es hier gehen könnte. Es sind die drei Kelche, die fünf Schwerter und der Eremit. Ich möchte jetzt gleich erstmal so ein bisschen diese drei Karten abklären, denn ich habe irgendwie das Gefühl, du bist irgendwie in so einer Fünf-Schwerter-Energie. Du machst dir über irgendwas sehr viele Gedanken oder es ist irgendetwas passiert, wo du das Gefühl hast, es war unfair oder mit dir ist gespielt worden. Kann möglicherweise mit den drei Kelchen in irgendeiner Art und Weise mit Dreierkonstellation zu tun haben, wobei ich diese drei Kelche tatsächlich nicht so wahrnehme, weil diese drei Frauen sich so innig im Arm halten. Also möglicherweise geht es hier um Freundschaften, in denen es irgendwie schwierig wurde, oder es geht darum, dass du jemanden an deiner Seite hattest und plötzlich wurde es total schwierig, beziehungsweise ne, plötzlich hat sich die Energie total verändert, was ich definitiv wahrnehme und deswegen müssen wir genau gleich abklären, um was genau es hier geht, ist der Eremit, dass der November und November ist Skorpionzeit und da geht es um Veränderung und da geht es um Transformation und ich habe das Gefühl, dass der November dich dazu aufrufen möchte, in irgendeiner Art und Weise in den Rückzug zu gehen oder in irgendeiner Art und Weise dich möglicherweise von bestimmten Leuten zu distanzieren, um entweder aus dieser Fünf-Schwerter-Energie rauszukommen und wirklich wieder Ruhe zu finden. Ich sehe aber auch mit den drei Kelchen, vielleicht geht es hier darum, wenn egal in welcher schwierigen Situation du gerade steckst, dir irgendwie Beistand zu holen von der Familie, von deinen Freunden, darüber zu reden, ne, was dich so stresst, weil ich habe wirklich das Gefühl, irgendwas stresst dich total, über irgendwas machst du dir total viele Gedanken und vielleicht findest du mit Hilfe von guten Freunden oder deiner Familie eben Antworten oder Hilfe, dich zurückzuziehen oder mit irgendwas klarzukommen, irgendwas besser zu verstehen. Aber wir schauen jetzt mal. Ich möchte jetzt als erstes gerne mal wissen, ich mache das bei euch tatsächlich heute ein bisschen anders, als ich das sonst immer mache, beziehungsweise als ich es geplant habe. Ich möchte als erstes gerne wissen, warum die drei Kelche hier liegen. So, liebes Universum, warum liegen die drei Kelche hier für meine Widder? Wow, nochmal die fünf Schwerter. Interessant. Warum liegen die fünf Schwerter hier? Der König der Schwerter. Und warum liegt der Eremit hier? Der Turm. Okay, alles klar. Meine Lieben, dann bleibe ich bei dem Impuls, dass es hier für dich darum geht, sehr radikal, ne? Der Turm ist immer eine sehr radikale Energie,
eine Situation zu verlassen, beziehungsweise dich von einer dieser Situationen zu distanzieren. Beim Turm nehme ich so ein bisschen diese jetzt von jetzt auf gleich, ne? Das Fass ist voll oder das Maß ist voll. Ich weiß nicht, ob es bei dir um Freundschaften geht, ob es um Dreierkonstellationen geht, ob es darum geht, dass irgendetwas sich angefühlt hat nach Zusammengehörigkeit, denn das ist so die Energie, die ich auf diesen drei Kelchen wahrnehme, und plötzlich hat sich diese Energie total verändert. Irgendjemand ist möglicherweise kühl geworden, irgendjemand ist möglicherweise gemein geworden, ne? Zweimal die fünf Schwerter, gemein, unfair, distanziert. Ich muss sagen, ich nehme nicht dich als den König der Schwerter wahr, sondern dieser Gegenüber, diese Dynamik. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Freundschaft ist oder ob es Beziehung ist oder was auch immer. Aber ich hab auch wirklich das Gefühl, mit zweimal den fünf Schwertern, hier liegt Streit in der Luft. Weil Schwertenergie ist die mentale Ebene, ne, ist die kommunikative Ebene. Also hier gab es plötzlich irgendwelche Streitigkeiten oder irgendwelche Gemeinheiten. Und ich glaube, die radikale Veränderung, und wie gesagt, Skorpionzeit, da geht es um Transformation und da geht es um Veränderung, ist radikaler Rückzug, radikales Distanzieren aus dieser Situation. Dieses Mädchen auf dem Eremiten, ne, sie schaut es auch so in diese Richtung, sie dreht dieser ganzen Geschichte hier den Rücken zu. Also ich habe irgendwie das Gefühl, meine lieben Widder, der November könnte möglicherweise auch wirklich mit dem Turm ein paar Überraschungen bringen. Jetzt auch ehrlich gesagt nicht die allerpositivsten. Oder es passiert irgendwas, was für euch wirklich so der Schlüsselmoment ist, möchte ich sagen, diese Situation zu verlassen, beziehungsweise euch wirklich vollständig zu distanzieren. Ich hätte gerne noch eine Karte jetzt im Turm. Okay. Meine Lieben, die vier Schwerter. Also, Rückzug, ne? Absoluter Rückzug ist hier die Botschaft. Möglicherweise, meine lieben Widder, dich auch gar nicht auf irgendwelche Diskussionen einlassen, dich gar nicht mehr in irgendwelche Streitgespräche oder auf diese, ne, auf diese Kriegsschauplätze. Die fünf Schwerter sind für mich immer so Kriegsschauplätze, in denen man am Ende des Tages, egal was man anstellt, eh nicht als Gewinner runtergehen würde. Dich gar nicht mehr auf irgendwelche hitzigen Diskussionen einzulassen und einfach zu gehen. Einfach zu gehen, einfach, ne, einfach immer in Anführungsstrichen, die wenigsten Dinge im Leben sind einfach. Aber ich glaube, hier passiert irgendetwas, was dir wirklich zeigt, wie sehr es dir an die Substanz geht. Ne? Gerade hier, weil der Mann auf diesen fünf Schwertern sich so den Kopf hält und du sagst, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich brauche ganz dringend Ruhe. Der Eremit als auch die vier Schwerter sind die Energie von Ruhe. Ich hätte jetzt gerne noch eine Karte zu diesem König der Schwerter, weil ich habe das Gefühl, das bist nicht du. Die vier Stäbe kann was mit der Familie zu tun haben, kann eine Beziehungsdynamik sein. Kann auch die Familie sein. Die vier Kelche. Interessant. Interessant. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr zu den fünf Schwertern gewusst, bevor ich euch das deute. Die neun Schwerter. Und die neun Stäbe. Okay. Meine lieben Widder. Also es geht definitiv, also diese Legung richtet sich definitiv an die Widder, die in irgendwelchen, ich sag's wie ich es wahrnehme, Kopfgeficke-Energien drinstecken. Irgendeine Situation, über die ihr euch wirklich stresst, die euch wirklich Gedanken macht. Und ich glaube tatsächlich eher,
dass es irgendwas mit Beziehungen zu tun hat. Mit möglicherweise ist dieser König der Schwerter, dieser andere Mensch noch in einer Partnerschaft, in einer Ehe, hat noch irgendjemanden und also irgendwie nehme ich diesen Menschen mit dem König der Schwerter und den vier Kerchen extrem bockig und extrem stur wahr. Ich glaube, möglicherweise, ne? Ich meine, die fünf Schwerter sprechen von Manipulation und möglicherweise hattet ihr das Gefühl bei diesem Menschen mit den vier Stäben und der Herrscherin, ne, dass sich das eigentlich richtig gut anfühlt. Ne? Der erste Moment war so drei Kelche, Zusammengehörigkeit, ne, die schauen so den Himmel. Da sehe ich gerade einfach so dieses, ne, man träumt so ein bisschen von der Zukunft und man redet so ein bisschen über die Zukunft und über die Ansichten und all das, was man teilt. Und aus irgendeinem Grund ändert sich hier die Energie dieses Menschen. Ja, okay, meine Lieben, hier ist die Skorpionenergie. Rat des Schicksals auf dem Kopf. Also, ich weiß nicht genau, was sich hier ändert. Ne? Das kann ja in deiner Situation auch was total, ne? Oder kann ja in deiner Situation total unterschiedlich sein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ändert sich ganz radikal und plötzlich von einer Drei-Kelche-Energie in eine Fünf-Schwerter-Energie. Und ich glaube, du fühlst dich möglicherweise von diesem Menschen, ne, die vier Kelche ist so eine Ablehnungsthema-Energie. Du fühlst dich plötzlich abgelehnt oder irgendwie macht der plötzlich zu, ne, der Mann hier mit diesen verschränkten Armen, der macht hier plötzlich zu und alles ist plötzlich anders. Ne? Wo es vielleicht wirklich schön und gut anfing, ist plötzlich alles anders. Und natürlich bereitet dir das Kopfzerbrechen. Aber meine Lieben, ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier mit dem Rad des Schicksals und jetzt eben auch der Skorpionenergie, dem Tod, hier irgendwie das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Dass hier irgendwie, ne, dass dir klar wird, okay, so kann es nicht weitergehen. Ne? Das ist auch nicht das, was ich gedacht habe, dass es ist. Oder hier ist einfach keine Entwicklung zu sehen. Die einzige Entwicklung, die ich, also du als Widder, hier wahrnehme, ist die Entwicklung ins Negative bei mir. Ne? Mir geht es immer schlechter, ich mache mir immer mehr Gedanken, ich fange an, wieder an irgendwelchen Dingen zu zweifeln, an mir zu zweifeln, am Universum zu zweifeln, an der Menschheit zu zweifeln, whatever. Und ich habe das Gefühl mit den neuen Stäben, dass ne, diese Energie hier hinten ist am allerwichtigsten, dass für dich irgendwie ein Punkt erreicht wird. In einer, wie gesagt, Beziehung, Freundschaft, Familiensituation, an der du sagst, ich kann nicht mehr und ne, die neuen Stäbe, ich distanziere mich hier. Ich gehe hier in den Rückzug, ich breche alle Zelte ab, ich lasse das hinter mir, weil es mich, ne, neun Schwerter, fünf Schwerter, einfach nur runterzieht. Meine lieben Widder. Und ich habe das Gefühl, das könnte eine Energie sein, die eben im November wirklich sehr stark spürbar ist. Gerade hier, ne, bei euch fiel jetzt der Tod. Der Tod heißt wirklich, hier muss sich was ändern. Hier ist irgendwie das Ende erreicht. Hier geht irgendwas zu Ende. Es kann so nicht weitergehen. Und das Rad des Schicksals an der Unterseite des Decks sagt mir definitiv auch, egal in welcher Situation du dich befindest, es kann so nicht weitergehen. Und die Energie steht euch zur Verfügung, diese Situation, ne, wirklich mit dem Turm radikal zu verändern und ja, wieder für Ruhe in eurem Leben zu sorgen, meine lieben Widder. Und so lasse ich das für den Moment hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Natürlich möchte ich noch ein bisschen was zu eurer Konstellation wissen. Ich möchte auch wissen, ne, was könnte hier passieren mit dem Turm, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte auch irgendwas passieren oder es ist schon irgendwas passiert. Dann möchte ich. Ne, möchte ich wissen, wie sollst du mit der Situation umgehen? Was sollst du tun? Was sollst du nicht tun? Was ist der Rat des Universums? Das sind so die Fragen, die wir da in dem Extended Reading abklären. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für diejenigen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen, meine lieben Widder,
Ich weiß nicht, in welcher Konstellation du bist. Ich bin mir sehr sicher, dass es hier um zwischenmenschliche Dinge geht, um Freundschaften, Beziehungen, Wunschpartnerschaften, möglicherweise auch Familienangelegenheiten. Und irgendwann muss man sich die Frage stellen, wie lange will ich das noch ertragen, ne? Diese fünf Schwerter-Energie. Wie lange will ich mich noch blöd fühlen? Wie lange will ich mich noch abgelehnt fühlen? Wie lange will ich noch mit jemandem zu tun haben, der mich immer wieder in eine neuen Schwerter-Energie steckt? Und ich habe das Gefühl, dass der Turm, der hier liegt, eine Chance ist, aus dieser Energie auszubrechen, diese Energie hinter euch zu lassen, hier wirklich für Veränderung zu sorgen, beziehungsweise hier wirklich auch für ein Ende zu sorgen, damit ihr wieder zur Ruhe kommen könnt und damit ihr, ja, ich sag's wie es ist, aus dieser wirklich schwierigen Situation mit zweimal den fünf Schwertern auch einfach rauskommt. Weil ich habe das Gefühl, ja, ich habe wirklich das Gefühl, das ist irgendwie extrem stressig, es ist extrem herausfordernd. Es macht euch zu schaffen, ne? Ihr nehmt es mit nach Hause, ihr nehmt es mit in den Schlaf, ne? Es ist irgendetwas, was euch rund um die Uhr beschäftigt. Und natürlich, gerade wenn es so schwierige Dinge sind, die einem rund um die Uhr beschäftigen, macht es ja was mit einem, ne? Es macht einem ja mürbe, es macht einen ja irgendwie auch krank. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der November euch aufzeigt, was hier passieren muss. Meine Lieben, wo ihr euch lösen müsst. Ich sage es tatsächlich so, wie ich es wahrnehme, weil Rate Schicksals auf dem Kopf hier einfach kein richtiges Vorwärtskommen mehr stattfindet. Und so lasse ich das hier stehen, meine Lieben, wieder. Sorry, dass das so eine schwierige Botschaft hier wurde. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und vielleicht bis bald. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.